willkommen zurück bei Pop-Up Science. Diese Woche geht es ja bei uns um extrem gute Computer, sogenannte Quantencomputer. Und die funktionieren irgendwie nur in eiskalten Umgebungen. Und weil ich davon gar keine Ahnung habe, habe ich mir jemanden eingeladen, der ein ganz schöner Experte im Gebiet ist. Daniel, schön, dass du da bist. Hallo. Aber Daniel, sag mal, du bist jetzt Quantencomputer-Experte und bist normalerweise in Kühlräumen unterwegs. Aber was erforschst du eigentlich genau? Wie bist du Forscher geworden? Also ich habe angefangen, Physik zu studieren, weil mich generell die Natur sehr interessiert und die Beschreibung der Natur generell auch. Und über Umwege bin ich dann auf die Quantenphysik gekommen. Die Quantenphysik behandelt Dinge, die entweder sehr klein sind, entweder sehr gut isoliert sind oder eben sehr kalt sind. Und da passieren dann Phänomene, die im normalen Leben eigentlich nicht so vorkommen, wie man sich erwarten würde. Und das finde ich halt extrem interessant. Und deshalb erforsche ich gerne diese kleinen Quantenobjekte. Du hast schon gesagt, Temperatur oder Kälte spielt eine ganz wichtige Rolle. Was wir natürlich mal wissen wollen, was ist denn die kälteste Temperatur, gibt es eine kälteste Temperatur? Was ist die kälteste Temperatur, die je gemessen worden ist? Theoretisch, also gibt es die kälteste Temperatur, die von der Physik zugelassen ist, also das, was wir unter Temperatur verstehen, das wäre minus 273,15 Grad Celsius. Die geringste Temperatur, die je gemessen wurde, wurde auf einem 1 Kubikmeter Kupfer gemessen. Das war ein Tausendstel Grad über diesem absoluten Nullpunkt, also minus 273,149 Grad Celsius. So. Aber das ist auch schon saukalt. Das ist sehr kalt. Das ist fast unvorstellbar. Das ist ungefähr so wie der Unterschied zwischen Raumtemperatur und die Temperatur, die ein Backofen so hat, wenn man eine Torte drin backt. Wenn ich jetzt in unserem Kühlschränken drin sitzen würde, dann wäre für mich die Außentemperatur ungefähr so heiß wie ein Backofen oder sogar noch heißer. So kann man sich den Unterschied vorstellen. Aber das sind auch die Temperaturen, die du im Labor benutzt? Das sind die Temperaturen, die wir im Labor benutzen. Wir arbeiten durchschnittlich bei Temperaturen, die so ca. 25.000stel Grad über dem absoluten Nullpunkt sind. Denn da sind Quantenphänomene, also da wird die Quantenmechanik erst so richtig, da zeigt sie sich erst so richtig, weil wenn es zu warm ist, dann sieht man das alles nicht. Aber wenn das so kalt ist, ist das nicht auch gefährlich? Musst du irgendeine bestimmte Schutzausrüstung tragen? Nein, das ist überhaupt nicht gefährlich. Also man muss sich schon sehr dumm anstellen, um in eine gefährliche Situation zu kommen. Wenn ich neben meinem Kühlschrank, das ist ein sehr, sehr großer Kühlschrank, sitze, dann kann eigentlich gar nichts passieren, weil da sind mehrere Schutzwände drumherum, sodass die Temperatur, die drinnen herrscht, nie nach außen gehen kann, weil sonst könnte ich das nie so abkühlen, dass das wirklich so kalt bleibt. Also ist komplett ungefährlich. Ich glaube, du musst mir vielleicht noch mal ein bisschen mehr sogar erklären, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen meinem Computer, an dem ich jetzt gerade sitze, und einem Quantencomputer? Weil ich verstehe noch nicht ganz genau, was macht ihr denn so besonders? Da muss man sich zuerst mal überlegen, wie ein normaler Computer überhaupt funktioniert. Und ein normaler Computer, der ist halt sehr gut im Rechnen, der kann sehr gut rechnen, aber der versteht eigentlich nichts anderes als Nullen und Einsen. Das heißt, alles, was ein Computer versteht, repräsentiert er für sich selbst als 0 und 1. Das heißt, ein Buchstabe wird als eine Kombination von Nullen und Einsen dargestellt oder auch ein Bild, alles Mögliche. Und in einem normalen Computer sind eben diese einzelnen Nullen und Einsen, die heißen Bits. Und in einem Quantencomputer gibt es auch Bits, nur die heißen Quantum Bits. Die können auch in diesen zwei Zuständen sein, 0 und 1. Aber die Quantenmechanik lässt es zu, dass sie auch in einem überlappenden Zustand sind. Also sowohl 0 als auch 1 gleichzeitig.
Und darin unterscheidet sich eben der klassische von dem Quantencomputer, dass er nicht mit normalen Bits, sondern mit diesen Quantum Bits rechnen kann. Und das eröffnet komplett neue Möglichkeiten, die man mit einem klassischen Computer gar nicht erst hat. Was kann ich mir vorstellen? Der ist schneller, der ist kleiner, der ist effizienter, der sieht cooler aus. Was für Möglichkeiten öffnen sich denn dadurch? Der ist anders. Zu sagen, er ist schneller oder langsamer, es ist immer so schwierig. Es kommt immer darauf an, welche Fragen ich stelle. Wenn ich dem klassischen, wenn ich dem Quantencomputer zum Beispiel, wenn ich ihn frage oder wenn ich ihm sagen möchte, ich möchte eine E-Mail senden, dann wird der das wahrscheinlich nicht können. Oder ich möchte ein Video spielen, wird er auch nicht können. Aber zum Beispiel kann ich mit einem Quantencomputer eine Frage stellen, wenn ich jetzt als Beispiel habe, ich möchte eine Runde mit dem Auto fahren und ich möchte in dieser Runde 25 Orte besuchen. Welcher Weg ist jetzt der beste Weg, wo ich die geringste Zeit, den geringsten Treibstoff brauche? Wenn ich diese Frage einem klassischen Computer stelle, dann fährt er jede Route, jede Möglichkeit dieser Route durch. Und bei 25 einzelnen Stops kann das schon ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Ein Quantencomputer, da kann ich alle möglichen Routen auf einmal berechnen. Und dann komme ich sehr schnell an mein Ziel. Das heißt, ein Quantencomputer kann anders rechnen in vielerlei Hinsicht als ein klassischer Computer, was nicht immer von Vorteil ist, aber oft auch schon. Ja, spannend. Also es klingt ja, als ob der Quantencomputer ganz anders denkt als ein normaler Computer. Das ist sehr faszinierend. Genau. Aber wie kann ich mir eure Ideen oder wie kann ich mir den Quantencomputer überhaupt vorstellen? Ist das eine riesige Kiste oder wie groß ist so ein Gerät? Ein Quantencomputer an sich ist jetzt nicht viel größer als ein normaler Computer. Wenn man sich überlegt, ein normaler Computer ist vielleicht jetzt so groß, so ein Desktop. Aber das meiste darin ist eigentlich nicht der Computer, sondern das ist alles drumherum. Und bei unseren Experimenten sind unsere Quantenchips, die sind vielleicht 6x6 mm groß, aber die effektive Quantenphysik ist noch viel, viel kleiner. Das passiert auf ganz, ganz, ganz kleinem Raum. Aber unser Kühlschrank ist dann so groß wie, ja, der ist dann so ein paar Meter groß und dann hat man noch einen weiteren Raum, wo dann Pumpen stehen und alles Mögliche. Das ist eigentlich, was den ganzen Computer im Prinzip ausmacht. Aber eigentlich ist alles sehr klein. Es muss ja auch klein sein, damit es quantenmechanisch bleibt. Das klang als erst so wie, so ein Computer ist eigentlich gar nicht so teuer und ich habe mich schon gefreut, wenn ich mir jetzt einen shoppen kann. Aber jetzt klingt so, ein Quantencomputer ist wahrscheinlich ganz schön teuer, oder? Mit dem ganzen technischen Drumherum. Genau, der Quantencomputer an sich würde ja dieselben Materialien verwenden, die auch ein normaler Computer verwendet. Es ist ja nichts anderes, es ist nur alles viel kleiner. Deshalb vielleicht sogar weniger Material, aber alles drumherum kostet dann in der Anschaffung schon relativ viel Geld. Und das Schlimme ist, um dieses ganze Ding so kalt zu halten, kostet das viel Strom. Das heißt, wenn ich jetzt mir so einen Quantencomputer für zu Hause kaufen würde, zahle ich erstmal ein paar Millionen Euro, dass ich mir den überhaupt hinstellen kann. Aber dann ist auch meine Stromrechnung jeden Monat ungefähr 100 Mal teurer, als wenn ich einen ganz normalen Kühlschrank einfach mir ins Wohnzimmer stellen würde. Das heißt aber, Quantencomputer für zu Hause, das wird es erstmal nicht geben. Ich kann es mir nicht vorstellen, momentan, aber ich denke, als man angefangen hat, mit normalen Computern zu arbeiten, konnte man sich das auch nicht vorstellen. Andererseits denke ich auch, ein Quantencomputer wird für mich als private Person, die gerne, keine Ahnung, den Computer verwendet, um Videos zu schauen oder um E-Mails zu schreiben oder sonstiges, das wird so nicht in den privaten Haushalt kommen. Weil eben die Fragen, die ein Quantencomputer beantworten kann, sind für mich als einzelne Person nicht sehr relevant. Aber für die Menschheit kann er ziemlich, ziemlich coole Fragen beantworten, die man zwar mit einem klassischen Computer auch beantworten könnte,
nur der braucht viel zu lang. Er braucht dann teilweise, man hat berechnet, dass er für manche Probleme so lange braucht, wie das Universum alt ist. Und so lange kann ich nicht warten. Das heißt aber, so futuristische Ideen wie ich habe einen Quantencomputer in meinem Handy oder in meinem Laptop drin, das ist wirklich eher Sci-Fi als Wissenschaftszukunft. Ja, das würde ich auch so sagen. Vielleicht gibt es irgendwann einen Durchbruch und jemand findet ein Problem, wo ein Quantencomputer auch im alltäglichen Leben tatsächlich super schnell ist und die Probleme lösen kann. Aber momentan kann ich es mir nicht vorstellen, aber ich bin auch nur eine Person, die eine Meinung hat. Also. Ja, schade, aber dann drücke ich mal die Daumen, dass das noch klappt, weil das wäre schon ziemlich cool. Tatsächlich sind wir jetzt auch schon am Ende der Fragen angelangt. Daniel, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und all diese Fragen so toll beantwortet hast. Ja. Und ja, danke, dass du dabei warst. Sehr gerne. Immer wieder. Mach's gut und hab noch einen schönen Tag. Ja, du auch. Ciao. Ciao. Thank you.